So, da sind wir wieder. Muss ich wahrscheinlich irgendwie zusammenschneiden. Lebt ihr noch? Ja. Okay. Ich bin tot. Scheiße. Das Kampfsystem ist noch ein bisschen. Ein bisschen ist gut, eigentlich gar nicht vorhanden, wa? Als ein sinnloses durch die Luft schwingen und mehr nach Zufall, ob man trifft oder nicht. Wenn du den letzten dann noch tötest, kannst du es Sind noch zumindest claimen. zwei. Den einen habe ich doch zerlegt. Und das Zwei. ganze Zeug ist da oben noch. Und das Ding ist immer noch in Rauchen, wa? Ja, der ist bestimmt schon. Cool. Wenn er da gewesen wäre, wäre das halt nicht passiert. Auch tot. So, dann wird ja gleich jemand anders der König sein. Aber zumindest haben wir mal einen Spaß gehabt und wir haben mal gesehen, wie es funktioniert. Ich bin jetzt hier am Strand und habe keine Ahnung, wo ich Ja, bin. und Also jetzt ich können wir sehe auf uns jeden ja. Fall oben die Ritterburg. Also, ich orientiere mich ja mal nach dieser großen Insel. Also, ich glaube, dass man immer in der Nähe von der großen Insel spawnt. Ich bin jetzt links von der Burg. Und da gibt es eigentlich nur eine. Links von der Burg. Ja, Ja, da da bin bin ich. ich gespawnt. Also nicht da, Fällt da gerade ein wo wir ja Baum vorhin. in der Nähe bei dir? Nee. Nicht, wo wir vorhin Korruptaus. sind, waren. Links bei der Burg. Okay, komm mal da hingerannt. Also, ich bin da in der Nähe, wo Bleib wir mich. vorhin gespawnt Corby, sind. spring mal. Ich habe eine Fackel angemacht. Naja, Guten ich. Tag. Ja, Ja, toll. jetzt kommt er, wo wir alle tot sind. Ja, wir Doch, hätten ja, dich aber ich. echt, wir hätten dich gut gebrauchen können. Der immer noch hier. Ja, toll. Na super, dann wirst du gleich tot sein. Ja. Wir sind nicht mehr König. Jetzt ist Korrupt Chaos ist schon wieder König, der Sack. Der wartet. Der hat sich auch, als er uns getötet hat, mit den Worten nicht mit uns, ihr Fotzen, Nein. verabschiedet gerade oben. Nein, wirklich per Voice? Ja. Ihr Fotzen, hat er gesagt? Ja. Alter, was ist Oh das? Wie Mann. hatte der einen Dialekt, einen ausländischen Slang oder war das eine normale deutsche Stimme? Eine typische Schwarzwälder. Oh, jetzt tue ich allen Leuten aus dem Schwarzwald völlig Oh, nicht krass unrecht da. hier, aber. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt würde ich mal sagen, machen wir das, was man eigentlich machen sollte, oder? Sich binden. Alter! Die Zensur. Toll, jetzt darf ich nachher das Video nachbearbeiten und das da unten ausgrauen. Nein, Quatsch, das ist doch nicht so schlimm. So weit wie Fotze oder so. Da haben wir jetzt auch schon 10 Mal gesagt während des Videos. Liebe Zuschauer, wir verurteilen absolut hier auf einem Rollenspielserver die Sprache von König Chaos. Und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Eierkopf zu stürzen. Aber wenn wir jetzt ständig da hochrennen zur Burg mit unseren Holzkeulen, werden wir das nicht schaffen. Wir müssen uns wahrscheinlich erstmal ein bisschen aufrüsten. Wir müssen uns erstmal ein Lager bauen oder sowas. Also kann ich jetzt davon ausgehen, dass Du kannst dich auch jetzt König gleich. Chaos anschließen. Nee, weil ich bin immer noch hier versteckt. Ja. Nee, komm mal runter. Wir bauen jetzt irgendwo ein Lager oder Will so, nicht denke ich sterben. mal. Nee, nee, König Chaos ist ein Arschloch. Wir waren wirklich so, Knasterbart war richtig der beste König überhaupt. 5% Steuern nur. Ja, wir waren Ich finde ja die total Steuern, die jetzt relaxed. hier. Chaos? Korrupt Chaos hat sind viel zu hoch mit 1%. 1% dieser verrückte Hund. Okay, ich komme jetzt runter. Hier ist niemand. Mach mal die Steuern runter. Ja, das ist cool. Hungriger Hugo. Chaos adjust the tax to 0% ist ein Vogel. Sagt der, der sie auf 5% getan hat. Hans Rüdi. Hans Rüdi, eindeutig. Ich bin ein Ich Mann bin des ein Mann des Volkes. Volkes, ja, nee, ist klar. Hans Rüdi ist eindeutig ein Lakai von Chaos. Ja, der Red Scorpion glaube ich auch. Ja, sind auch zu dritt oder zu viert, wa? Da hängt ein Schwert in der Luft. Vielleicht ist das meins? Nimm's mit, wenn es. Weiß ich nicht.
Königsschwert. Naja, so. Der König auch. Ich renne jetzt, glaube ich, immer noch Richtung links, Richtung. Könnt, am Strand rum. Könnt ihr die Burg sehen von euch, wo ihr seid? Ja. Okay. Gerade einen Beutelchen gefunden. Wie haben die eigentlich die. König Chaos, die Ratte. Den Server her. Micha. Wer? Hast du gepetzt? Fabi? Fabi und ja, auch Adi. Adi ist auch drauf, ja? Ja, ja. Der hat schon vorhin geschrieben. Wer weiß, ob das König Chaos ist und. Nee, Manhuni und Kamuishiro sind Leute von unserer F-List. Bei Steam. Dann könnten wir doch theoretisch dann König Chaos angreifen, dann wären wir ja schon 5 oder 6. Naja, das sind Manhuni und Kamuishiro sind die Rabauken, die bei Rust unsere Hütte zerlegt haben. Ach so, die werden. Wir haben ja auch alle keine Ausrüstung, nützt ja nichts. Mit gar nichts. So, wie finde ich euch jetzt? Jetzt haben die unsere ganzen Beutel gefunden. Du musst Richtung Burg am Strand lang laufen, soweit ich das verstanden habe. Ich bin an der Burg. Ja, der ist nicht eurem. Ich kann von oben runter gucken. Ich sehe am Strand diesen riesigen Felsen da. Hier ist ein Haus, da steht die Tür offen. Ich finde es ja schade, dass man sich nicht irgendwie den Steuern entziehen kann. Nee, leider nicht. Leider nicht. Das soll ja auch. Jemand eine Eisenrüstung. Das soll wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Wut anfachen. Das finde ich ziemlich cool von der Mechanik. Also umso höher die Steuern sind, umso mehr Unmut ist im Volke und umso höher ist das Risiko einer Revolution oder eines Königssturzes sozusagen. Finde ich eigentlich ganz gut. Geh mal hoch, Corby. Ja. Corby, geh doch mal in unserem Namen hoch mit dem König reden. Du sagst, du kommst im Auftrag von König Knasterbart, der will seinen Thron zurückhaben. Das mach ich jetzt. Zack, Kopf ab. Genau. Aber instant. Ihr wisst hoffentlich, aus der Gruppe rausnehmen, apropos das. Kopf ab, man kann in diesem Spiel tatsächlich Leute mit einem Seil einfangen und dann hinter sich her zerren. Die können sich kaum befreien, es sei denn, sie haben so einen Befreiungsstein gecraftet, den sie dabei haben. Ja, es ist so ein spitzes, wie heißt das Ding, Sharp Rock. Genau, ja, kann man ganz schnell craften. Sobald du einen Stein gefarmt hast, kannst du dir einen Sharprock machen, solltest du dann dabei haben. Man kann nicht aufhängen, man kann nicht köpfen mit einer Guillotine. Es ist so geil. Man kann nicht in einen Käfig einsperren. Also ich hing selber schon in einer Guillotine. Er war so gnädig und hat den Hebel nicht betätigt. Aber kann man sich dann in dem Moment nicht ausloggen, wenn man gefangen ist? Oder was ist dann? Ich habe keine Ahnung. Weil ich wollte mich dann einfach machen, ich hasse das. Dieses Combat-Logging finde ich. Ja, fand ich bei DayZ schon schön. Ich meine, Rollenspiel ist ja gut und schön, aber ich will doch nicht derjenige sein, der erniedrigt wird. Weißt du? Also ich würde doch nicht bei dem Spiel mitmachen. Und ja, schleif mich, bitte häng mich nicht, Meister, bitte häng mich nicht. Da würde ich mich ausloggen. Naja, aber es gehört halt zum Spiel dazu irgendwo. Ja, okay, dann will ich aber der Henker sein. Ja, natürlich, das will man immer. Jeder will der Henker sein. Okay, dann haben wir die Rollenverteilung, ja? Laster ist König und Ufo ist dann der Henker. Genau, Wieper. Henker, ja. Und Wieper ist die Vorhut der Spionen sozusagen. Die Vorhaut. Die Vorhaut des Königs. Soll ich was sagen? Oh nein. Die Zurückhaut, wenn der König angegriffen wird. Kappen und Seil. So, ich renne und renne. Sperr mal den Hund in den Koffer. Sperr mal ab. Beim Bremsen nicht Vorhaut. Oh, Sag mal, ich bin jetzt schon um die ganze Insel fast gerannt und ich sehe euch immer noch nicht. Na, wir sind immer noch links vom. Am Strand. Ja, ich renne immer noch am Strand lang. Ich komme mir schon hier vor wie im Urlaub. Immer nur am Strand. Jetzt schwimme ich hier sogar noch rum um so eine Ecke. Die Strandbar, ja. Ich würde jetzt nochmal so eine Crafting-Bench bauen, auf jeden Fall. Ja, klar. Am besten wir schlagen da unser Lager auf, wo ihr jetzt seid, würde ich sagen. Kann man hier sind Lehm, ist hier nicht wenig. Kann man euch sehen vom Turm oben von der Burg aus? Nee, das glaube ich nicht. Weil das wäre nämlich blöd. Ein König. Seid ihr dort
Hackt da kommt Holz ein Schwarzer angelaufen. Das ist, glaube ich. König Chaos, der so eine Wörter benutzt, ist nicht zu unterschätzen. Der jetzt auf dem Lehm. Wörter, die wir nie benutzen würden. Also, Matthias haben wir wiedergefunden. Wo ist Korbi? Noch UFO. Wo ist, ach, Korbi ist auch schon da? Ja. Na, ich schwimme um die ganze Insel. Jetzt schwimme ich gerade. Wie das jetzt mit dem Seil? Das musst du erst herstellen, dann kannst du den einfangen damit und hinterherziehen. Ja, dann musst du, weiß ich nicht, ich muss mal gucken mit Öl. Dann fang Korrupt Chaos an. Genau. Toll. Lacht da. Das wär's, den nee, aber guck dir mal an, wie das aussieht. Ihr tut ja gerade so, als wenn Korrupt Chaos gefährlich wäre. Du könntest mich jetzt aber auch wieder freilassen, bitte. Geht das? Du kannst doch nicht den ehemaligen König durch den Sand schleifen. Ja, warte. Vorhin mache ich hier einen Spagat. Voll sexy, ey. Danke. Alter, uns ging's so gut, wir hatten alles, ey, da oben. Ey, fast. Ein Leben in Saus und Braus. Ja. Also ich hätte noch, Oh, ich hab so einen Hass auf König Chaos, ey. Dein Spitzhacke hätte ich noch abzugeben. Dieses Schwein. Du kannst damit mal den Lehm abbauen, der hier steht. Ja, ich habe ja noch eine Eisenspitzhacke. Ja, dann nehme ich die Steinspitzhacke. Ach stimmt, er hat ja noch die ganzen guten Sachen. Wisst ihr, geh mal kurz raus, eine rauchen. Und wenn ich wiederkomme, habe ich noch die ganzen geilen Sachen alle. Ja. Wir hatten eben so geschnauft. Verdammter. War das denn auch damals mit Matthias mit? Ich komme jetzt ans Haus, lass die Tür auf. Ja, leg wieso ist denn jetzt? Das ist runtergekullert. So, jetzt komme ich langsam. Jetzt sehe ich vor mir die Burg und... Links davon am Strand, also wenn du am Strand schaust, da steht eine so eine Felsnadel nach oben und davon noch ein Stück weiter links. Ah, okay. An der Felsnadel noch vorbei, wenn ich komme. Die ist jetzt bei mir auf der linken Seite. Hotel. Mann, da renne ich ja jetzt schon seit 10 Minuten. Ja, meine lieben Zuschauer, Together, auch geil. Ihr habt ja mein Let's Play bestimmt gesehen. Single-Modus ist auch sehr Adrenalin fördernd. Bei weitem nicht so lustig. Aber Together macht auch richtig Spaß und um euch das zu beweisen, werde ich jetzt gleich mal diesen Typen, der da im Schlafsack liegt, erschlagen. Und sei es auch nur, dass wir seine 3 Verbände bekommen. Weil ich sag mir auch, wer einfach so am Strand despawnt, der hat eindeutig keinen Bock. Der hätte sich ja wenigstens im Gebüsch irgendwo verstecken können. Da muss ich übrigens aus Erfahrung sagen, wenn ihr einen Versteckten findet im Gebüsch irgendwo, die haben meistens viel Zeug dabei. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht einfach schlafende Leute looten kann. Also ohne, dass man sie tötet. Man muss doch nicht immer gleich Leuten den Kopf abhacken. Das stimmt. Macht Spaß. Das stimmt allerdings, looten reicht doch. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es notwendig ist, so extrem viel Blut splattern zu lassen. Das kannst du ja ausschalten, den Gore. Ach, kann man, ja? Ja, in den Optionen. Aber ich bin großer Horror-Splatter- und Gore-Fan. Ja, ich finde es eigentlich auch cool. Ich mache mir nur Gedanken, ob es vielleicht bei YouTube ein Problem gibt, dass sie dann sagen, ja, müsst ihr das Video P18 machen oder so. Naja, kennst du die Parkhaus-Pranks mit dem... Also diese Parkhausstreiche mit dem Clown oder sowas? Nee, ein Horrorfilm oder was? Nee, das ist ein Streich auf YouTube. Also so ein Zusammenschnitt, wo sie mehrere Leute verarscht haben. So ein Horrorclown oder so ein Kettensägen-Heini. Ach, der Leute erschreckt oder was? Ja. Und da ist ja auch ein Haufen Blut und sowas. Und das ist ja mit echten Menschen. Das ist auch nicht gesperrt. Halt wie er halt so eine reparierte Puppe halt sich liegen hat und dann siehst du halt, wie ein Pärchen sozusagen die Treppen runterläuft, dann lacht er sie an und dann dreht er sich rum, nimmt diesen Vorschlaghammer und zimmert mit dem Hammer halt auf diesen Puppenkopf und dann spritzt halt dieses Kunstblut gegen die Wand. Leute rennen um ihr Leben, das ist echt der Hammer. So, das ist doch gut für Mann. Ach, du hast ihn. Ja, ich habe euch gefunden. Wobei da ja jetzt mittlerweile auch einige Klagen laufen. Ja. Ach, guck mal, ich habe das Floß gefunden, auf dem wir angekommen sind. Nein, echt? Bei mir liegt auch eins hier. Ich habe noch nie so ein Floß gesehen. Ja, der hört nicht auf zu tanzen. Hör auf zu tanzen, Mann. Kannst du eigentlich? Nee, ich meine mich selbst. Mein Avatar. Ja. Manchmal schimpfe ich mit meinem Avatar. Weil ich bin nicht hundertprozentig mit ihm verbunden.
Ey, ein Floß habe ich noch nie hier gesehen. Ich shake mein Bulli gerade hier. Und aufhören tut man mit? J? Kann man das abbauen? Nee. Juhu, wapapapa, wajapupa, hupa, juhu, Ach so. Ach, das tanzt eine gewisse Zeit lang durch, ja. Geil. Ja, man kann es irgendwie nicht abbrechen, glaube ich. Doch. Ja, mit Escape oder? Ach so. Mein Gott, ey, ihr wisst alles. Ihr wisst alles. Ja. So, kann man das hier abbauen, das Floß? Nee. Ah. So, Leute, wo ist denn das Haus, was ihr gebaut habt in der Viertelstunde, wo ich weg war? Was habt ihr denn gemacht, Kinder? Ich habe eine Workbench auf jeden Fall schon mal. Na, es ist ja schon mal was. Am Farmen, auch wenn ich nicht schwarz bin. Weil wir wissen ja jetzt zum Beispiel, dass Knasterbart hat ja versagt als König. Hallo? Meine Vasallen haben versagt. Boah, deine Vasallen. Wenn dann meine Leibgarde, die mich hätte beschützen sollen. Wenn dann der heimlich rauchen war, anstatt dich zu beschützen. Richtig. Ja, ich habe aber überlebt. Darauf kommt es an, das ist ja ein Survival-Game. Das ist das Einzige, was zählt. Egal mit welchen Mitteln. Ne? Also, wir versuchen uns später die Burg anzugreifen. Wir rennen vor und drehen uns um. Jo, meine lieben Freunde, ich habe ja so ein Gefühl, als wenn die Folge schon wieder vorbei wäre. Na, fast. 20 Minuten haben wir fast, ja. Ah, okay. Siehst du, ich habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Mir fehlen 4 Minuten. Naja, schade. Meine lieben Zuschauer, wenn ihr euch wundert, dass da irgendwas nicht richtig passt, 4 Minuten fehlen mir wahrscheinlich. Wenn ich Glück habe, habe ich ja noch so einen Schnipsel, den ich mit ranschneiden kann. Kann ich mal gerade das Seil haben, bitte? Nein. Ich möchte mal gerade was am Ufo-Mann ausprobieren. An mir? Na los, mach mal. Gib mir mal das... Mach mal, Show-Effekt. Oh ja, so, meine lieben Zuschauer, ich mache jetzt hier den Maso. Für meine Zuschauer. Und jetzt musst du da halt irgendwie hingehen. Guckt euch, guck mal an, was sie eurem Ufo-Mann antun. Ich hab nichts getan. Ich bin noch nur... Und ich hab noch nicht so einen Stein. Wie habt ihr denn das gemacht? Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Gar nicht, wa? Warte mal, kann ich dich da rauslassen? Oh, und wehe, es nähert sich mir einer von hinten. Das sieht ja echt unanständig aus. Meine lieben Zuschauer, das ist der Höhepunkt. Warte gedemütigt, mal, warte mal. Gedemütigt und gefesselt. Ich stehe hinter dir und jetzt dance ich dich an. Oh, Alter. Das sind sie. So locken sie mich in ihre Together-Falle. Um mich dann zu missbrauchen. Das so. Yes. Oh nein, nein, hört auf, ihr seid so widerlich. Oh ja, das ist geil. Doch, nee. Oh Gott, er fliegt. Was ist denn jetzt los? Hast du den rausgenommen, ja? Lass ihn mal frei. Jetzt liege ich da auf der Erde. Kann mich nicht mehr bewegen, mein Kopf ist ab. Ihr habt mich geköpft. Nee. Dein Nein. Kopf ist nicht ab. So, wie lange wollt ihr denn jetzt das Spielchen mit Onkel Ufo noch machen? Oh, ich finde ja meine Figur total sexy. So ein bisschen dicklich. Ja, geil. Definitiv. Total geil. Ich brauche auf jeden Fall 5 Lachs und 4 Steine, damit ich mir nochmal eine Axt herstellen kann. Kann mir jetzt mal bitte einer erklären, wie ich mich hier... Ich suche gerade... Bitte, ey, das ist doch eine Erniedrigung, ey. Jetzt geht's. Ich glaube, einige meiner Abonnenten haben jetzt ein bisschen mitgelitten mit mir. Oh, jetzt bin ich wieder befreit. So, Techniker. Du Sadist. Ich hab den Trigger nicht gefunden. Alter. Oh. So, was machen wir jetzt? Jetzt schwärmen wir den Micha da ein. Nein, komm, jetzt wissen wir doch alle, wie es geht. Da muss König Chaos rein, normalerweise. Und dann müsstest du Tomaten haben zum Schmeißen. Gibt's leider nicht, gibt's nur Steine. Ich sag euch, man kann uns sehen. Wenn wir hier Bäume fällen, sehen die das von der Festung oben. Also müssen wir Bäume fällen, die sie nicht sehen. Wahre Bäume. Wobei, die werden ja nicht extra hier runterkommen, oder? Die sind doch verrückt, die Typen. Naja. Ist ganz schön ruhig geworden um König Chaos. Der kassiert jetzt wieder... der hat jetzt gar keine Steuern.
Wahrscheinlich will er, hat er wirklich Schiss, dass man ihn nochmal vom Thron stürzt. Zu Recht. Ja. Wie war denn die Stimme von König Chaos? Wie alt ist denn der etwa? Habe ich nicht gehört. Oh, das müsste ich in meinem eigenen Let's Play nochmal nachgucken. Und ich schaue mir nicht meine eigenen Let's Plays an. Also aus dem Hut? Schlecht. Aus dem Hut weißt du jetzt nicht, ob das ein Kind war oder ein Erwachsener? Nee, der wird auch so, was weiß ich. Normal. 16 bis 26. Also keine Ahnung. So. Ein unser Erwachsener. Alter halt. Ja. Also unser, nicht deins. Ja, ja, deshalb sage ich ja ein Erwachsener. Du, über Erwachsener kommt ja der Alte. Ich bin ja ein Alter. Das war noch nicht gerade. Ja, jetzt weißt du es. Ja. Sonst hätte sich der so... Da war ich aber mit 26 gar nicht so weit weg. Nee. Ja, meine lieben Zuschauer, hier wird eine super coole Basis entstehen. Kann man eigentlich ein Katapult bauen oder so? Nee, wa? Die ja, nicht. Doch, soll man soll eigentlich ich da hoch katapultieren? Ja, wir schießen UFO-Mann. Nein, ja, das meine ich nicht. Die lebende Kanonenkugel, meinst du? Kommt ein UFO geflogen? Kommt ein UFO geflogen, genau. Meine lieben Zuschauer, ich bin hier ständig Opfer des Spottes von dieser Gruppe. Und trotzdem traust du dich immer wieder zu uns im Teamspeak? Ja, das stimmt allerdings. Also, du bist tatsächlich so ein bisschen masochistisch veranlagt. Ja, scheinbar. Aber es ist, es hält ja auch jung, mit jungen Menschen zusammen zu spielen, weißt du? Ihr könntet ja alle meine Kinder jetzt, sein. Jetzt hätte ich gerade einen ganz bösen Spruch auf den Lippen gehabt, dann habe ich mir zum Glück verkniffen, weil es soll ja auf YouTube bitte landen. Ja, bitte. Das werde ich dir in der Aufnahmepause erzählen. Ja, kannst du machen. Aber was hier nicht jugendfrei ist, bitte nicht sagen. War die schlimm genug, dass das König Chaos hier so eine Scheiße erzählt hat. Mit so Fotze? Oh, ey, kann man das gar nicht hören, sagt das lieber nicht. War es Fotze? Oder, oder tut mir König Chaos? Beides. Ich weiß gar nicht, da tut mir jedes Mal das Ohr weh, wenn ich so eine Wörter höre. So, ich habe noch nie in meinem Leben Fotze gesagt. Das erste Mal, ich kannte sowas nur aus Kommentaren bei Gronkh. Bei Gronkh. Solche Worte. Hurensohn. Was gibt's da noch für Wörter? Ach, ich kenne diese ganzen Wörter alle gar nicht. Oh, der Sternhimmel. Nee, ich würde auch niemals Fotze sagen. Nee, Fotze niemals. Der Sternhimmel ist so schön, obwohl er so falsch aussieht, aber trotzdem. Geil. Jo, meine lieben Zuschauer, die Mega-Folgen hier. Ein bisschen ja fehlt bei mir vom Anfang. Aber das holen wir in der nächsten Folge nach. Da drückst du da doch ausnahmsweise mal auf den Aufnahmeknopf. Jo, das werde ich jetzt nicht vergessen. Ich glaube, ich habe nicht vergessen zu drücken, weil dieser Angriff war. Und weil ich richtig Angst um mein Leben hatte. Und weil ja hier der Großmeister mit dem Eisenbeil gerade nicht da war und uns beschützen konnte. Ja, toll. Ja, toll. Ja, toll. Ist schuld. Ja. Ach so, ja, die Folge ist zu Ende jetzt, oder? Genau. Okay. Bis zur nächsten Folge. Jo, tschüss. Tschüss.